Einen Moment. Ich komm gleich. Hör auf, an dir rumzuspielen. Ich komm rein. Sorry. Hi. Warum steht da ein Kinderfahrrad? Ach, das. Ich repariere es nur für Joyce Sohn. Nach allem, was er durchgemacht hat. Klar. Du wirkst irgendwie aufgeregt. Hab dein Zeug, das aus dem Feuer gerettet wurde. Werkzeug und so. Ich dachte, du könntest es brauchen. Danke. Herrgott, hier ist es dunkler als in einem Kerker. Ich wollte nicht, dass das so chaotisch endet, übrigens. Die Holes haben mit ihrem Raub ein großes Fass aufgemacht. Wenn ich nicht alles zurückkriege, dann bin ich genauso am Arsch wie sie. Okay. Hast du irgendwelche Pläne, jetzt da das Motel weg ist? Oder sperrst du dich weg? Wie Grandma. Urlaub machen. Vielleicht mache ich eine Reise, um die Welt zu sehen. Was zu erleben. Was erleben, hm? Tja, würde ich nicht mittendrin in dieser Scheiße stecken. Sehe sich im nächsten Greyhound hinter dir. Oh, schau dir dieses kleine Monster an. Wenn mein Glied es dich erschnüffelt, Junge, da kriege ich sicher ganz schön Ärger mit ihm. Zur Hölle. Du siehst so beschissen aus, wie ich mich fühle. Wie wär's mit einem Kaffee für uns beide? Warte, ich mach das. Als ich ins Department kam, war ich Sheriff Wilsons Kaffeeholer. Ich musste jeden Morgen eine Kanne kochen. Der Typ war echt pingelig. Damals dachte ich noch, ich würde was verändern. Aber es ist nicht immer so leicht, der Gute zu sein. Wenn du an irgendeinen Irren gerätst und nicht weißt, ob er eine Bibel oder eine Knarre hält, was machst du dann? Daran zu erinnern, dass sie den Cousin des Sheriffs haben, dann lautet die Antwort, nein. Ist da alles okay mit dir? Du wirkst so nervös. Sorry, hab keinen Besuch erwartet. Verstehe. Also, ich habe gehört, dass du vorhin auf der Wache warst. Staatsanwaltschaft geredet. Die, wollten wissen, woran ich mich erinnere. Wegen dem Hotel und all dem Zeug mit dem Bus. Sie wollten deine Meinung, ob ich verrückt geworden bin, oder? Es waren eine Menge Fragen. Und was war deine qualifizierte Meinung? Du bist zu weit gekommen. Ich meinte rückblickend, du hättest einiges anders machen können. Aber Dante, du
tust, verstehen. Oh, ich verstehe sehr gut. Ich bin sicher, du hast ihnen genau das gesagt, was sie hören wollten, nicht wahr? Diese Schweine wollten mit einem Bus voller Geiseln nach Mexiko fahren. Also habe ich gehandelt, verdammt. Jetzt gibt es ein großes Hin und Her über die Zuständigkeit. Das FBI ist dran. Selbst Becky hasst mich. Sie gab den Holt-Jungs ihren Segen, als sie bei mir einbrachen. Wusstest du das? Ich tue mein Bestes für sie, aber das reicht wohl nicht. Schon lange weg. Wenn du mich fragst, ist sie längst über alle Berge. Nein. Nach Turok zurückzukehren, sieht ihr ähnlich. Womöglich hockt sie direkt unter unserer Nase. Ich hatte was mit ihr, wusstest du das? Als Deputy. Sie wollte, dass ich Becky für sie verlasse. Natürlich sah sie damals viel besser aus. Ach so? Ich dachte immer, es sei umgekehrt, dass du wolltest, dass sie Bär verlässt. Nein, du verwechselst da was, Paul. Die Alte war total verrückt. Ich bin ja schon oft genug knapp davon gekommen, Cousin. Aber die... Nein, 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 nein. Don't do it. Don't do it. Schon töten müssen. Glaub nicht, dass ich es nicht tue, Sharon. Du musst auch mal für deine Taten gerade stehen. Wir wissen beide, dass du mich nicht festnehmen lässt. Die großen Zeitungen bekommen eine Kopie. Sobald ich das Konto leer geräumt habe, versteht sich. Diese Leute, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Nein, verstehst du denn nicht? Es ist nicht mein Geld! Oh, wie konntest du mir das antun? Oh, es ist verdient, ja. Ich weiß, woher das Geld kommt. Sharon hat mir alles erzählt. Du weißt gar nichts. Auf ihrer als auf meiner Seite? Deiner Familie? Ich weiß, dass sie dich gezwungen hat, Paul. Hör zu. Ich gebe dir einen Freifahrtschein. Du musst mir einfach nur die Knarre geben. Nach Vietnam wollte ich nie mehr eine Waffe halten. Und was weißt du? Jetzt komm hier nicht mit dieser Hippie-Scheiße. Gib mir die Knarre. Wir können frei sein. Du hast es in dir. Ich weiß es. Wenn soll ich jetzt helfen, Dante oder Sharon? Sharon war ich. Hmm.
Who cares? Sharon helfen. Later that night, Idaho Falls. Are you a dicker? Thank you.
ist eigentlich ein Teil, ist jetzt tot oder nicht? Du bist die Letzte, von der ich erwartet hätte, dass sie hier aufkreuzt. Ich bin eben voller Überraschungen. Was glotzt du so? Was ist das für Schnauze? Man kann nicht immer gewinnen. Oh yeah, den Spruch. What? Er ist ein Arschloch.
Ja, kann man euch mal jetzt sagen, ne? Ich liege hier.